Im heutigen Video geht es um Bane, ein Schurke, der Batman im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen hat und bis heute zählt er zu den gefährlichsten Gegenspielern des Dunklen Ritters. Chuck Dixon und Graham Nolan haben den Charakter für die legendäre Nightfall-Saga erschaffen. Die erste Idee kam aber von Dennis O'Neill, der zu dem Zeitpunkt für Batman verantwortlich gewesen ist. Seinen ersten Auftritt hatte Bane 1993 in Batman Vengeance of Bane Nummer 1 und da gab es direkt mal seine Hintergrundgeschichte. Banes Vater, Kingsnake, war ein Revolutionär gewesen, der dem Gerichtssystem von Santa Prisca entkommen war. Deswegen musste sein Sohn die lebenslange Haftstrafe seines Vaters im Gefängnis Penaduro in Santa Prisca absitzen. Seine Mutter war als sein Vormund ebenfalls eingesperrt. Sie starb dann, als Bane erst 6 Jahre alt war. Bei ihrer, Beerdigung kann man es jetzt nicht so ganz nennen. Auf jeden Fall musste Bane miterleben, wie ihre Leiche von Gefängniswärtern von den Klippen in die von Haien befallenen Gewässer geworfen wurden. Innerhalb der Gefängnismauern entwickelte er außergewöhnliche Fähigkeiten. Er las viele Bücher, trainierte seinen Körper und lernte auf eine gnadenlose Art zu kämpfen. Er hatte während seiner Inhaftierung eine Reihe von Mentoren verschiedener Art. Andere hartgesottene Sträflinge oder auch den Gefängnispriester. Er wurde eines Tages von einem Geländer geworfen und lag wegen einer Kopfwunde 31 Tage im Koma. In seinem Traum sah er seinen Teddybären Osito ins Licht gehen und traf dort einen Mann, der sein zukünftiges Ich sein sollte. In der Nacht, als er wieder erwachte, tötete Bane seinen mutmaßlichen Täter mit einem Messer, sein erster Mord mit gerade erst 8 Jahren. Daraufhin wurde er in eine Zelle unter dem Meeresspiegel eingesperrt, in der Bane 10 Jahre lang eingesperrt war. Während dieser Zeit lernte er schwimmen. Jede Nacht bei Flut wurde seine Zelle überschwemmt und er musste in seiner Zelle um sein Leben schwimmen. In seinen Träumen wird er auch regelmäßig von einer monströsen, furchteinflößenden Fledermauskreatur heimgesucht. Er etablierte sich mit der Zeit als König im Gefängnis Penaduro und wurde als Bane bekannt. Die Gefängnisdirektoren bemerkten das und zwangen ihn, ein Testobjekt für eine mysteriöse Droge namens Venom zu werden. Alle bisherigen Testpersonen sind gestorben, aber Bane überlebte das Experiment. Venom steigerte seine körperliche Stärke auf ein komplett neues Level. Er musste es allerdings auch alle 12 Stunden einnehmen, über ein System von Schläuchen, die direkt in sein Gehirn gepumpt werden, sonst würde er schwächende Nebenwirkungen erleiden. Bane entkommt Penaduro und setzt sich Gotham City als Ziel, eine Stadt, die ihn in vielerlei Hinsicht faszinierte, weil in Gotham City, genauso wie in Penadura, die Angst herrschte. Genauso hörte er natürlich die ganzen Geschichten über Batman. Bane ist davon überzeugt, dass Batman eine Verkörperung der dämonischen Fledermaus ist, die Bane seit seiner Kindheit in seinen Träumen heimsucht. Deshalb setzte er sich als Ziel, Batman zu vernichten, und an Banes Herkunftsgeschichte knüpfte dann auch direkt die Nightfall-Saga an. Um sich selbst auf die Probe zu stellen, fordert Bane Killer Croc heraus, der zu dieser Zeit einer der stärksten Gegner von Batman war. Killer Croc hatte allerdings überhaupt keine Chance gegen Bane. Danach benutzte er den Riddler, um Batman zu testen. Ihm war klar, dass ein direkter Angriff auf Batman nicht die klügste Entscheidung wäre. Bane zerstörte die Mauer des Arkham Asylum und ermöglicht allen geistesgestörten Insassen die Flucht, einschließlich Joker, Scarecrow, Two-Face, Zazz und viele weitere. Batman und Robin hatten die darauffolgenden Monate einiges zu tun. Währenddessen erlang Bane immer mehr die Kontrolle und den Respekt anderer Schurken. Als Robin Bane verfolgte, blieb das nicht ganz unbemerkt und Bane schnappte sich daraufhin Robin. Dieser wurde von Killer Croc gerettet, der sich an Bane für ihre letzte Begegnung rächen wollte, aber auch bei ihrem zweiten Aufeinandertreffen sah es nicht gerade gut aus für Killer Croc. Sein Arm wurde gebrochen und er verlor ein weiteres Mal. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung erkannte er Bruce Wayne auf den ersten Blick als Batman. Allgemein konnte man auch sehr gut Stück für Stück den psychischen Zerfall von Batman beobachten. Bane klebte ihm dauerhaft am Nacken bzw. gab er Batman das Gefühl, parallel dazu hatte er jeden Tag mit einer Fülle von Schurken zu tun, die er eigentlich alle eingesperrt hatte. In Detective Comics 663 kehrte Batman nach Wayne Manor zurück und fand dort den bewusstlosen Alfred Pennyworth und Bane, der bereits auf Batman wartete. Es folgte die legendäre Ausgabe 497 der Batman-Serie. Es kam zum ersten richtigen körperlichen Kampf zwischen Batman und Bane. Ein richtig geil inszenierter Kampf mit super Zeichnungen, der für mich zu den besten Batman-Kämpfen aller Zeiten gehört, auch wenn Batman nicht die geringste Chance gegen Bane hatte. Nach Bruce Waynes psychischen Zerfall, seinem psychischen Bruch, folgte auch der körperliche Bruch. Das legendäre Comic-Panel, in
dem Bane Batmans Rückgrat gebrochen hatte. Bane schnappte sich Batman, warf ihn auf die Straße und erklärte Gotham City als seine Stadt. Bruce Wayne überlebte das Ganze zwar, aber landet vorerst im Rollstuhl. Aber wer würde denn sonst versuchen, Banes Herrschaft in Gotham aufzuhalten? An der Stelle kam Jean-Paul Valley ins Spiel, besser bekannt als Azrael, der dann in die Rolle des Dunklen Ritters schlüpfte. In Detective Comics 666 konfrontierte Jean-Paul Bane das erste Mal und der Kampf verlief sehr, sehr ausgeglichen, aber Bane gelang es dann doch, Batman zu besiegen. Dieser konnte sich mit einem Batarang befreien und der Kampf wurde damit dann erstmal beendet. In Batman 500 tüftelt Jean-Paul Valley an einem neuen und wie ich finde sehr coolen Batsuit und konfrontierte den mit Venom aufgepumpten Bane ein weiteres Mal. Der Kampf war wieder sehr cool und wieder sehr ausgeglichen, aber diesmal gelang Batman Banes Schläuche zu durchtrennen und die Oberhand über den Kampf zu gewinnen. Er schlug Bane zu Brei und überließ Bane der Polizei, die Bane dann schließlich ins Blackgate-Gefängnis brachten. An der Stelle ist die Nightfall-Saga für Bane zu Ende. Wenn ihr mehr über Azrael, seine Zeit als Batman und der Nightfall-Saga erfahren wollt, schaut euch gerne mein Azrael-Video an. Nach paar Monaten und der Rückkehr von Bruce Wayne als Batman erholte sich Bane von seiner Venom-Sucht. 1995 kam Batman Vengeance of Bane Nummer 2 heraus. Er entkam aus dem Gefängnis und kehrte nach Gotham zurück, wo er tatsächlich an der Seite von Batman kämpfte. Sie schalten gemeinsam eine Verbrecherbande aus, die Venom an Straßengangster verkauften. Bane erklärte Batman, dass er eigentlich unschuldig ist und dass das Venom Schuld für seine früheren Verbrechen sei. Anschließend verließ er Gotham, um mit der Suche nach seinem Vater zu beginnen. 1998 kam dann die vierteilige Serie Batman Bane of the Demon raus. Banes Suche führte ihn zurück nach Santa Prisca. Er befragte den Priester, der ihn bereits während seines Aufenthaltes unterrichtet hatte. Er erklärte, dass es vier Männer gab, die möglicherweise sein Vater gewesen sein könnten. Ein Revolutionär, ein Arzt, ein Söldner und ein Bankier. In Rom traf Bane allerdings auf Talia al Ghul. Es entwickelte sich recht schnell eine Romanze zwischen den beiden und sie stellte Bane ihrem berüchtigten Vater Ra's al Ghul vor. Bane konnte ihn beeindrucken und er hatte sogar vor, ihn als seinen nächsten Erben auszuwählen. Das schaffte zuvor nur Bruce Wayne. In Detective Comics 701 starten die beiden einen Pestangriff auf Gotham. Viel interessanter war aber der Rückkampf zwischen Batman und Bane. Wieder sehr, sehr nice gezeichnet und diesmal konnte sich Batman erfolgreich gegen Bane durchsetzen. Im großen Batman-Event Niemandsland diente Bane unter anderem als Vollstrecker für Lex Luthor. Nach dem Event ging auch wieder seine Suche nach seinem Vater weiter. Anfangs hatte er den Verdacht, dass es wirklich der amerikanische Arzt sein könnte, eventuell Dr. Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne, aber in Batman Gotham Knights 47 bis 49 fand er schließlich seinen Vater, den skrupellosen King Snake. Bane unterstützte die Bat-Family dabei, die Pläne von King Snake zu vereiteln. Er hatte vor, eine mächtige Waffe auf die Welt loszulassen. Bane rettete Batman davor, von King Snake erschossen zu werden, wurde dabei jedoch selbst tödlich verletzt. Batman badete daraufhin Bane in der Lazarusgrube und gab ihm eine neue Chance. Sein Weg führte ihn später zum Suicide Squad und danach ist er 2008 den Secret Six beigetreten und kämpfte an der Seite von Catman, Deadshot, Scandal Savage, Ragdoll und Jeanette. Die Serie kam bis 2011 auf insgesamt 36 Ausgaben und in allen 36 Ausgaben ist auch Bane mit am Start gewesen, teilweise übernahm er sogar eine Führungsrolle. 2011 begann auch die New 52, aber erst ein Jahr später an Batman The Dark Knight 6 und 7 wurde er wieder integriert. Das Comeback eines absolut mit Venom aufgepumpten Banes, der Batman wieder ordentlich in Schwierigkeiten brachte, aber diesmal ist The Flash zur Stelle gewesen und konnte Bruce vor Schlimmerem bewahren. Allgemein ist die New 52-Version eher brutal und verlässt sich mehr auf sein Venom und seine körperlichen Fähigkeiten, anstatt auch mal intellektuell hinter den Kulissen zu agieren. Außerdem ist er auch noch, wie viele andere Schurken, im Arkham War mit dabei gewesen und unterstützte die Bat-Family bei der Bekämpfung des Jokers während der Storyline Jokers Endspiel. Viel interessanter ist eher, was der Autor Tom King in seinem Rebirth-Run mit Bane gemacht hatte. Dieser übernahm 2016 die Batman-Serie und Bane sollte sein erster großer Schurke sein, den er langsam im Hintergrund aufbaute. Bane kehrte in sein ehemaliges Gefängnis in Santa Prisca zurück und übernahm wieder die Kontrolle über die Insel. Dabei versuchte er seine Sucht nach Venom aufzugeben, um seinen Feinden zu beweisen, dass er sie auch ohne
ohne Venom besiegen kann. Eine große Hilfe dabei war ein Psycho Pirate, er hat nämlich die Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren. Dadurch geriet er aber in einen Konflikt mit Batman. Dieser stellte ein kleines Team zusammen, um den Psycho Pirate aus Banes Gefangenschaft zu befreien. Nebenbei hatte er auch vor, die psychisch instabile Gotham Girl zu stabilisieren. Die Mission verlief so wie geplant und Batman gelang es, Psycho Pirate zu befreien, aber Bane war nicht nur wütend über seine Niederlage, sondern erlitt auch einen Venom-Rückfall. Er plante seine Rache an Batman. In Ausgabe 16, als Batman in die Bathöhle zurückkehrte, warteten bereits drei Leichen auf ihn mit der Notiz I am Bane. In Ausgabe 18 kam es dann wieder mal zu einem sehr, sehr geilen Kampf der beiden. Mal abgesehen von dem Kampf, der sehr nice gezeichnet und inszeniert war, sah man zwischendurch die Kindheit der beiden und die Parallelen dazu. Diesen Kampf verlor Batman und wurde von Bane brutal geschlagen. Bane hatte vor, den Psycho Pirate aus dem Arkham Asylum zu befreien, stieß allerdings auf einige Schurken, gegen die er erstmal kämpfen musste. Währenddessen konnte sich Bruce etwas erholen und es kam erneut zum Kampf zwischen Bane und Batman und diesmal schaffte es Bruce, Bane zu besiegen. Daraufhin bekam Bane 2017 eine eigene Serie mit dem Titel Bane Conquest, die insgesamt auf 12 Ausgaben gekommen ist. Es wird enthüllt, dass Bane seinen Kampf mit Batman überlebt hatte, dabei konzentrierte er sich vorerst auf seine kriminellen Taten außerhalb Gotham Cities. Gemeinsam mit seinem Trio Bird, Zombie und Trock ermittelt er gegen eine Gruppe von Söldnern, die Atomwaffen nach Gotham City transportieren möchten. Aber Tom Kings Geschichte rund um Bane sollte noch lange nicht auserzählt sein. In Batman 59 besucht Batman Bane im Arkham Asylum. Dabei stieß er auf einen völlig verwirrten, verängstigten Bane, der einfach komplett lost war. Auch nachdem er vom dunklen Ritter verprügelt wurde, tat er so, als hätte er den Verstand verloren. Dies sollte der Anfang sein, Batman ein weiteres Mal mental zu brechen. Ab Ausgabe 71 sah man Bruce Waynes psychischen Zerfall richtig gut. Bane wurde von Thomas Wayne aus der Flashpoint-Timeline unterstützt. Batman musste sich seine Niederlage eingestehen und Bane übernahm ganz Gotham bzw. erklärte es zu City of Bane. Er drohte damit, eine Atombombe in Gotham zu zünden, damit niemand versucht, ihn aufzuhalten. Damian Wayne versuchte sich in die Stadt zu schleichen, aber wurde von Thomas Wayne erwischt und bewusstlos geschlagen. Als er wieder aufwachte, musste er mit ansehen, wie Bane in Ausgabe 77 das Genick von Alfred Pennyworth bricht. Ein wichtiges Ereignis, was die gesamte Bat-Family noch bis heute stark belastet. Der eine kommt besser mit Alfreds Tod zurecht als der andere, aber insgesamt natürlich ein großer Schock für alle, die Alfred nahestanden, aber natürlich auch für uns als Comicleser. In Ausgabe 82 begann dann der finale Kampf zwischen Batman und Bane. Ein Kampf ohne Ausrüstung, Mann gegen Mann. Bevor Bruce ihm ebenfalls den Rücken brechen konnte, kam allerdings Thomas Wayne in den Raum rein und schoss eine Kugel auf Bruce, bevor er Bane eine Kugel in den Kopf jagte. Bane überlebte das Ganze aber irgendwie trotzdem, fiel ins Koma und landete wieder im Arkham Asylum. Thomas Wayne wurde von Bruce Wayne besiegt und als beide im Arkham waren und Bane sich erholte, rächte er sich an Thomas Wayne und brach ihm einfach mal den Rücken. Der Abschluss des Tom King Batman Runs. Danach war Bane natürlich gelegentlich immer mal wieder als Schurke mit am Start. Auch wichtig zu erwähnen ist noch seine Tochter bzw. ein Klon von Bane namens Vengeance. Sie ist hauptsächlich in der zweiten Joker-Serie mit am Start, wo sie auch ihr Debüt feierte. Sie wurde darauf getrimmt, den Joker zu töten, um somit den Tod ihres Vaters Bane zu rächen, der angeblich vom Joker ermordet wurde. Kommen wir noch zu Banes Kräften und Fähigkeiten. Natürlich ist er auch ohne Venom ein richtiges Biest, aber mit Venom ist er halt nochmal um einiges stärker. Seine körperlichen Funktionen und Fähigkeiten werden auf ein übermenschliches Niveau gesteigert. Egal ob Kraft, Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit, Ausdauer oder Reflexe. Außerdem besitzt er dadurch auch beschleunigte Heilung. Natürlich muss er sich das Venom regelmäßig injizieren, um diese Fähigkeiten zu behalten. Übermäßiger Gebrauch kann auch zu vorübergehenden Wahnsinn führen und Batman konnte ihn auch besiegen, als er ihm eine Überdosis injizierte. Er verfällt dadurch in einen wilden Zustand. Seine Fähigkeiten sind zwar nochmal krasser als zuvor, aber er ist dann nicht viel mehr als ein hirnloses Monster und gerade seine unscheinbare Intelligenz
ist ja eigentlich das Gefährlichste an dem Charakter. Intellekt auf Genie-Niveau. Ra's al Ghul sagte bereits, dass Bane einen Verstand hat, der dem Größten gleicht, den er je kannte. Auch wenn er keine schulische Ausbildung hatte, hat er während seiner Zeit in Penaduro unzählige Enzyklopädien und Bücher gelesen. Eine enorme Hilfe ist auf jeden Fall sein fotografisches Gedächtnis gewesen. Er ist außerdem ein hervorragender Taktiker und Stratege. Nicht viele Charaktere schafften es, nicht nur Batman körperlich weh zu tun, sondern auch psychisch zu brechen und ihn zu besiegen. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall bestens informiert sein über Bane. Checkt gerne meine anderen Batman- und Comic-Videos ab. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Nerdcobra.